Was bedeutet für Sie die Sportgala? Ja, also es ist schön, wenn man jedes Jahr wieder nominiert wird. Die ist ja eine kleine Stresskur, dass ich überhaupt daherkomme, weil ich doch von Wien, weil ich jetzt in Wien trainiere. Aber es ist natürlich für jeden Sportler in Vorarlberg, der da nominiert wird, irgendwie auch einmal eine Anerkennung. Es ist nicht so wichtig, welcher Platz, glaube ich, sondern einfach, dass man wieder die Erfolge erwähnt, was man alles gemacht hat und geleistet hat in dem Jahr. Und so ist es einfach eine feine Veranstaltung und ja. Sportlerin des Jahres 2008 ist Caroline Weber, rhythmische Gymnastik. Caroline Weber, 2 Stunden später. Herzliche Gratulation zur Sportlerin des Jahres 2008. Wie schaut es jetzt aus mit der Bedeutung der Sportgala für Sie? Ja, jetzt ist sie natürlich noch einmal gestiegen, weil ganz ehrlich, ich hätte es mir nicht gedacht. Hat doch andere Sportlerinnen gehen, die wirklich auch sehr viel erreicht haben in dem Jahr. Und das freut mich natürlich doppelt, wenn es anerkannt wird. Also rhythmische Gymnastik. Und ja, das bedeutet mir sehr viel. Können Sie zur rhythmischen Gymnastik vielleicht ein paar Worte sagen, um sie ein bisschen mehr in den Mittelpunkt zu stellen? Also ich finde, rhythmische Gymnastik ist eine wahnsinnig ästhetische Sportart. Sie ist sehr feminin, also das machen eigentlich nur Frauen und sehr elegant. Und ich hoffe, dass vielleicht durch das, dass ich jetzt bei der Olympiade war und auch Sportlerin des Jahres war, bin, dass ich ein paar kleine Mädchen sich denken, oh, cooler Sport, möchte ich auch anfangen und das hat mich echt freuen, weil das ist eigentlich das Hauptziel bei mir, dass ich andere oder Jüngere animiere, dass die den Sport auch anfangen und machen. Wie breit ist er denn besetzt in Vorarlberg, rhythmische Gymnastik? Ja, also wir haben eigentlich sehr viele, also eher mehr kleinere Mädchen und ich würde mir halt wünschen, dass die vielleicht auch länger blieben und ein bisschen in der Seniorenklasse sind. Und ja, je mehr, desto besser, je größer die Auswahl. Und es ist ein schöner Sport, also. Es ist einfach sehr feminin und sehr mädchenhaft und ich kann es nur weiterempfehlen. Was sind Ihre nächsten Programmpunkte oder Ziele auch in Ihrer sportlichen Karriere? Ja, also nächstes Jahr haben wir Europameisterschaft in Baku in Aserbaidschan und im Herbst haben wir dann Weltmeisterschaft in Mie, das ist in Japan. Dann habe ich natürlich Grand Prix und Weltcups und da sind noch viele kleine Wettkämpfe und ja. Wie es dann in die Zukunft durchschaut, weiß ich noch nicht. Dafür wünschen wir alles Gute und zum Abschluss vielleicht noch die Frage, dass Sie uns ein bisschen genauer erklären, was es mit dem Bundesheer-Emblem auf sich hat. Ja, also ich bin Gott sei Dank beim österreichischen Bundesheer als Sportlerin. Das ist sehr, sehr gut, weil ich kriege da meinen Lohn, ich bin versichert. Und für so jemanden wie mich, der aus einer Randsportart kommt, ist das lebensnotwendig, würde ich mal sagen. Ich kann mir in Wien die Wohnung und das ganze Erste und alles. Und ohne dem, denke ich mal, das wird, seit ich 18 bin, wirklich funktionieren. Und da bin ich schon sehr froh drüber. Allerletzte Frage. Begriff Randsportart steht heute sehr im Zentrum. Auch der Sportler des Jahres bezeichnet seine Sportart als Randsportart. Wie erklären Sie sich, dass 2 Randsportarten hier den ersten Platz gemacht haben? Ja, ich denke, es ist für einen Sport in Vorarlberg ein Zeichen. Und es ist ein Zeichen des Fortschritts, würde ich sagen. Dass eben 2 Sportler des Jahres sind, die von einem Randsportart kommen. Und die freue mich auch in Roland echt riesig, weil das ist das super, ja. Aus dem Heeresleistungszentrum aus Wien extra angereist. Ich würde sagen, die Reise hat sich gelohnt, oder? Ja, die hat sich ziemlich gelohnt. Wir wollen einen Stress führen, aber sie hat sich sehr gelohnt.